Servus Leute, der Vibe ist da. Mit circa einem halben Tag Vorankündigung haben wir erfahren, dass heute gewiped wird. Ich nehme dieses Video während der Downtime auf. Patch 14.00. Patch Notes gibt's auch schon, die schauen wir uns an. Einen Trailer gibt's und was mit Arena ist, alles in diesem Video. Viel Spaß! Zuallererst, ist Arena auch betroffen? Und die Antwort ist nein, Arena wird nicht resettet. Es gibt da auch keinen Patch, das heißt, das neue Recoil-System, Vaulting und das Armor-Plate-System wird erstmal nicht in Arena sein. Ich gehe aber davon aus, dass es in naher Zukunft reingepatcht wird, weil Arena und normales Tarkov eigentlich, ja, dachte ich, dass das immer gleich bleibt. Aber jetzt sind sie ein bisschen asynchron, das heißt, in Arena erstmal noch altes Recoil-System, altes Armor-Plate-System, kein Vaulting und es kommt noch. Deshalb gehe ich davon aus, dass Arena in naher Zukunft resettet wird und auch ein großes Update bekommt. Aber jetzt haben wir erstmal den Vibe. Was ganz angenehm ist, man kann jetzt während der Downtime Arena spielen. Ist eine gute Sache. Im Hintergrund seht ihr schon den Trailer. Den verlinke ich euch unten. Den werde ich jetzt hier nicht ganz anschauen. Man sieht halt, ja, neue Waffen. Neue Orte, Ground Zero vor allem. Man sieht viel von Streets of Tarkov. Und ja, es sieht wirklich gut aus. Aber ja, schaut euch den Trailer selber an. Ich werde auch auf meinem Stream nochmal genauer über den Trailer drüber schauen, wenn ich die Zeit dazu finde. Und schauen wir uns natürlich noch die Patch Notes an. Patch 0.14.00 mit sehr umfangreichen Patch Notes. Link natürlich unten in der Beschreibung, wenn ihr es euch selber durchlesen wollt. Aber es kommt einiges auf uns zu und da gehen wir jetzt mal kurz drüber. Ich werde jetzt nicht bis ins Detail reingehen, aber die Hauptpunkte schauen wir uns mal an. Das Wichtigste ist natürlich, es wird einen Vibe geben. Dann neue Map Ground Zero. Das ist eine Anfänger-Map für PMCs von Stufe 1 bis 20 ist die gedacht. Und höhere PMCs haben da keinen Zugang mehr. Hingegen Scav-Spieler haben immer Zugang zu diesem Ort. Es wurden neue Anfängerquests hinzugefügt. Es wird da so ja ein paar Hinweise für Anfänger geben. Und ja, ist letzten Endes sozusagen als Starter-Map, Tutorial-Map gedacht. Mal sehen, wie es wird. Dann gibt es den neuen Boss Kolontai. Das ist ein ehemaliger ja, Offizier des MVD, Ministerium für Innere Angelegenheiten. Das heißt, ja, ein Polizist, ein Polizeichef. Und ja, der hat jetzt seine Bande gegründet und ist mit Kaban, ja, mit Kaban steht er gut und der ist wohl im Einkaufszentrum und in dem anderen Gebiet daneben unterwegs und er hat zwei Wachen. Scheinbar benutzen die gerne ihre Schlagstöcke, Machete und solche Sachen. Neuer Boss, immer interessant, schauen wir uns dann natürlich ingame an. Dann, Shoreline wird überarbeitet. Lang erwartet, lang wurde es angekündigt, Shoreline wird überarbeitet, ich denke mal. Die ganzen Details, die Shoreline wird wesentlich besser aussehen. Was man jetzt da liest, natürlich, ja, visuelle Überarbeitung und sowas, neue Gebiete, eine kleine Rinderfarm, Scavs Lichtquellen wurden aktualisiert, komplette Überarbeitung des Culling-Systems, das heißt, wie Objekte reinrendern, das ist wichtig. Und letzten Endes muss man sich das Ingame anschauen, neue Verstecke und 1200 visuelle kleine Bugs, das ist schon eine Riesennummer. Dann Waffen und Ausrüstung und Loot, eine Reihe neuer Gegenstände, Waffenmodifikation, Ausrüstung, neue Waffen. Interessant ist wirklich die SIG MCX Spear mit 6,8 x 51 oder auch in .277 Fury. Das sind zwei neue Kaliber. Das ist die neue Service Rifle der Amerikaner und diese Waffe schreit Meta. 6,8 x 51 liegt zwischen 5.56 und 7.62 und ist tatsächlich ein neues Kaliber, das eingeführt wird und 277 Fury wohl auch. Und ich glaube, diese Waffe wird auf jeden Fall der Mutant und der RD als Meta-Waffe Konkurrenz machen. Dann hier diese zwei, die sind 9x39 Waffen, so wie die VSS und AS-Wahl, als SMG. Und schauen wir, wie die wird. Dann die RPD, die sieht man schon beim Kolontai-Bild. Ja, ist ähnlich wie die RPK, aber halt auch ein Maschinengewehr. RPDN wird in etwa das Gleiche sein. Und dann wurde einiges geupdatet. Dann KI-Updates, kämpferisches Verhalten, wenn die KI die Position wechselt. Okay. Achievements, große Sache, ein Erfolgssystem wird es geben, dass Errungenschaften gehen während des Vibes nicht verloren. Also wenn man Achievements hat, dann werden die gespeichert und man kann sie immer im Charakterbildschirm anschauen. Interessante Sache und im Zuge dessen gibt es im Hideout dann Hall of Fame oder hier Hallo of Fame, Halle des Ruhmes. Gruß an Hums an der Stelle. Hier. Da kann man dann ausstellen, Erinnerungsstücke, man kann PMC, Doctex wohl, je höher die Stufe, desto größer ist der Fertigkeitsbonus. Man kriegt da irgendwie einen Bonus und man kann Gegenstände als Favoriten hinzufügen und die dann im Profil angezeigt werden. Was wirklich interessant ist, man hat jetzt ein Spielerprofil, das angezeigt wird. Dann neue Hitboxen und Rüstungssystem, wie schon erwartet. Es wird viel mehr Hitboxen geben,
Rüstungen werden nur noch da schützen, wo sie wirklich zu sehen sind. Das heißt, Brust wurde noch mehr unterteilt, hier Kopf wurde mehr unterteilt, vorderer Hals, Kehle, hinterer Hals, Hals- und Gesichtscollider. Das heißt, man hat sau viele Hitboxen allein am Kopf und so weiter. Wie sich das dann wirklich spielt, bleibt abzuwarten, was es dann wirklich für Auswirkungen hat. Rüstungen, also das ballistische Plattensystem und ja, dass man halt hier Plates, werde ich mir jetzt nicht komplett durchlesen. Wir haben es ja schon gesehen, auch in Trailern. Letzten Endes wird man für jede Rüstung einzelne Armor-Plates haben und die werden bloß da schützen, wo sie wirklich sind. Zählt auch für Helme, das ist das Wichtigste. Und wie sich das genau in-game darstellt, das werden wir dann schon erfahren. Ihr könnt euch das gerne durchlesen, aber das ist jetzt ein bisschen viel hier für dieses Video. Reparaturen und so weiter. Mal sehen. Das Flohmarktverbot wurde für große Anzahl von Körpern. Man kann wohl wieder viel handeln. Das ist in den Patch-Notes. Da steht viel drin, aber letzten Endes im Spiel erfährt man dann wirklich, wie es ist. Und wenn ich dann später auf dem Stream Zeit habe, werde ich da nochmal im Detail drüber gehen. Dann Vaulting. Vaulting, das Klettern. Das heißt, man kann einfach sich schnell über Hindernisse drüber schwingen. Oder es gibt zwei Arten. Man kann über Zäune sich drüber wuchten. Und das macht mehr oder weniger Sound, nimmt mehr oder weniger Stamina in Anspruch. Und wie sich das Ganze darstellt, bleibt abzuwarten. Der Standard-Keybind ist wohl Space und Springen ist auf Space Release. Im Zuge dessen schreiben sie, glaube ich, weiter unten. Hier steht's, alle Steuerungen wurden resettet. Müsste alles neu binden. Dann, Wechsel zwischen den Schultern. Man kann die Waffe von rechts auf links nehmen. Und das muss man sich auch noch irgendwie binden. Das ist wohl standardmäßig auf Maus 4. Hier unten steht's. Hier steht, ist immer möglich, das Schulterübergang ist nicht möglich, wenn man liegt oder über Kopf schießt oder von der Seite schießt. Es bringt einen Nachteil, wenn man die Waffe auf links nimmt. Die Waffe schwankt zusätzlich. Das heißt, sie ist nicht so stabil, wie wenn man sie auf rechts hat. Dann, ja, bei den Steuerungen, alles wurde resettet, muss man sich auch Gedanken machen, wie man das genau bindet. Und voreingestelltes, hier, man kann jetzt Loadouts für Munition, Leute, die gerne ihre Magazine mit mehreren Ammo-Arten laden. Kann man jetzt machen, kann man speichern und das einstellen. Für mich nicht so interessant, aber für einige von euch mit Sicherheit. Neuer Recoil. Große Sache, der Recoil wurde komplett überarbeitet. Was jetzt hier steht, ja, ist schön, wie es dann in-game ist, aber der Recoil wird wohl, dieser Anfangskick vom Recoil wird wohl nicht mehr so krass sein. Muss man dann spielen. Schauen wir mal, wie es ist jetzt dann, wenn die Server live gehen mit ungemoddeten Waffen. Da wird man das schon ziemlich gut merken. Dann Lightkeeper-Dienste. Erstmal nicht für den Anfang vom Vibe, aber wenn man kann Lightkeeper durchquesten und Dienste in Anspruch nehmen. Leibwächter oder solche, dass halt Zraki mit einem mitläuft, hat man gesehen. Rogue-Support, Zraki-Support kann man sich dann beim Lightkeeper holen. Wie das genau aussieht, werden wir dann in ein paar Wochen wissen. Oder vielleicht schon nächste Woche, wenn die ersten Leute da sind. Je nachdem. Dann beim Waffenrack kann man jetzt Waffen als Favorit hinzufügen und die werden im Profil angezeigt. Und einsehbare Spielerprofile, kurze Statistiken, Ausrüstungsgegenstände, seltene Errungenschaften, bevorzugte Waffen, bevorzugte Gegenstände in der Ruhmeshalle. Und dieses Spielerprofil kann man auf jedem Bildschirm des Spiels eingesehen werden, einschließlich von dem Gegner, der einen getötet hat. Kann man sein Profil anschauen. Interessante Sache. Dann Änderungen in Handel. Hier folgende Kaliber wurde geändert. Okay. Änderungen an Quest. Punisher, was sehe ich hier noch? Questanpassungen. Gehen wir jetzt gar nicht drüber, werden wir dann in-game feststellen, wie das genau so ist und so weiter. Da steht was für Bullshit, Silent Caliber und so weiter. Änderungen am Crafting, okay. Änderungen an der Munition, Schadens, sie haben ein bisschen an der Munition gedreht und ein bisschen gebalanced. Dann, es gibt ein BTR, dieses BTR-Taxi auf Streets of Tarkov. Interessante Sache, sieht man auch im Trailer fahren. Ein BTR, der auf Streets of Tarkov zwischen verschiedenen Haltepunkten verkehrt. BTR-Fahrer bietet den Fahrgästen verschiedene Dienstleistungen. Taxidienst, der fährt einen über die Map. Man muss wahrscheinlich Geld mitnehmen. Und man kann auch Gegenstände ins Versteck bringen, wenn diese Gegenstände found in Raid sind. Wenn man gelootet hat, kann man sein Zeug da abgeben und das bringt einen der BTR dann ins Stash. Sehr interessant, das heißt ein Loot-Extract. Nur für PMCs verfügbar, kann man als Scav nicht machen. Dann kann man ihn buchen so als Covering Fire, dass er einem hinterherfährt. Man bucht ihn als Taxi und dann kann man den BTR buchen, dass der einen covert. Das heißt, er schießt dann auf andere PMCs. Vorher ist dieser BTR zu allen PMCs neutral. Außer man beschießt ihn, dann schießt er zurück. Und er hat verschiedene Haltepunkte, die sind hier aufgelistet. Ansonsten, hier unten steht es mit dem Neutral, genau. Und die Dienste hängen davon ab, welche Fraktion. Bär, Yusek, Scav Karma. Und Charisma und der Reisedistanz. Ich denke mal, da wird man als Bär jetzt einen Vorteil haben. Dann Quality of Life, die Tür zum Versteck. Okay.
man hat jetzt eine freie Kamera und dann Liste der Änderungen, Probleme, visuelle Fehler, Spawnpunkte, dies, das. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann merken wird. Und das war die kurze Übersicht über die Patch Notes. Und ja, wie gesagt, unten sind sie verlinkt. Da könnt ihr sie euch selber nochmal durchlesen. Und ich werde es dann am Anfang von meinem Stream, wenn noch die Downtime ist, werde ich mir das auch nochmal anschauen. Es ist wirklich ein Haufen. Und ja, das war's zum Patch 14.00. Ich bin mega hyped und wird richtig gut, glaube ich. Und natürlich bin ich ab circa 13 Uhr live heute. Und Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr unten in der Beschreibung. Lasst mal ein Follow da, schaut vorbei. Da wird es jetzt sehr viele Streams geben. Rund um den Vibe natürlich und die Arena wird erstmal ein bisschen hinten angestellt. Und ansonsten würde ich mich hier unter dem YouTube über einen Kommentar freuen. Einen Daumen nach oben. Und ja, wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch gleich. In dem Sinne, macht's gut und bis denn. And I've been counting days to get up.